fertig. Gerade vielleicht der Text, da könnte dich interessieren.
den Champions League Platz. Und das nach 0 zu 2, nach 13 Minuten. Wie hat Christian Streich diese Mannschaft in der Halbzeit wieder wachgerüttelt? 4 Minuten werden nachgespielt, gerade angezeigt. Gladbach kommt über die linke Seite, Benzema ihn, der gerade gelb bekommen hat. Aber das ist alles viel zu ungenau, das ist jetzt lustlos. Das ist ohne Glauben. Alles, was Gladbach in der ersten Hälfte hatte, ist einfach weg. Wo ist es denn hin? Man weiß es nicht. Die Gladbacher in dieser zweiten Hälfte so enttäuschend, wie wir sie schon mehrfach gesehen haben in dieser Saison, was vielen Fans den Glauben genommen hat an diese Mannschaft. Kein Wille, kein Charakter, kein Kampf. Ihr seid eine Schande für Stadt und Verein. Das steht auf einem Plakat hier im Fanblock der Gladbacher, die völlig konsterniert und ruhig da stehen und das über sich ergehen lassen müssen. Ab nach Köln, Hager. Und hier hat man sich, glaube ich, ein bisschen geärgert über das Tor von Union Berlin, denn das bringt Köln wieder vom 6. auf den 7. Platz in der Tabelle. Und ob das am Ende und wie das für Europa reicht, ist im Moment einfach noch nicht so ganz genau klar. Aber die Kölner verteidigen mit dem Rücken zum Tor. Das Ganze in der 90. Spielminute. Reguläre Spielzeit eigentlich in dieser Sekunde vorbei. Und da der erste FC Köln mit 3-1 für 3 Minuten Nachspielzeit. Das Ganze hier ziemlich durch zu sein, Schalter, wo es spannend ist nach Frankfurt gegen Hoffenheim. Martin Aktiv. War das eben eine tolle Parade von Kevin Trapp oder war das einfach nur ein schwacher Abschluss von Kramaric? Ich bin ja beim zweiten, 5-6 Meter freie Schussposition. Der schafft das in dieser Saison nicht mit dem Torschießen. Deswegen steht es ja immer noch 2-2. Noch eine Minute der dreiminütigen Nachspielzeit haben wir auf die Uhr. Die Frankfurter Eintracht im Angriff mit dem eingewechselten Ragnar Ache, der hier unweit der Frankfurter Arena zur Welt gekommen ist und erst in den Niederlanden so ein bisschen gereift ist zum Profi hier bei der Eintracht. Aber nicht so richtig irgendwie ins Spiel kommt. Das hat er auch in dieser Situation gezeigt. Und noch ein eingewechselter Stürmer hinein in den Nachmittagshimmel, Gonzalo Paciencia. 2-2 hier der aktuelle. Auf Seiten der Union, das wird Michel erstmal von Szoboszlai abgeblockt. Es wird Einwurf geben für RB Leipzig. Oder nee, es gibt sogar den Freistoß, weil es, wenn Michel da geschoben hat gegen Tyler Adams. Und jetzt jagen die Leipziger alle Spieler in die gegnerische Hälfte. Das ist Angelino, der kleine Spanier. Mit Bielefeld, Holger,
und feiert. Der FC gewinnt mit 3:1. Bielefeld letzte Woche, nächste Woche quasi das absolute Endspiel gegen Hertha BSC. Im Moment sind die Köpfe unten und wir sind in Leipzig bei Thomas Kunze. Ja, steht 2:1 für den FC Union Berlin. Kurze Frage mal an Mike Küster, Reuter Fürth, Leverkusen, schönen Feierabend. Der Deckel drauf, Leverkusen also momentan auf Position 3 zu finden. Leipzig hat noch eine Minute Zeit hier am Ausgleich zu schrauben, sich den dritten Platz zurück zu den Partien, aber erstmal unterbrochen. Gelbe Karte nochmal gegen Leipzig, Suesboy gegen den Mann aus New York, gegen Tyler Adams. Der ist da Rieders dann auf den Stiefel gestiegen, 2 Meter in der Leipziger Hälfte auf dem rechten Flügel vor den Augen von Urs Fischer. Wenn Union das hier über diese letzten 60 Sekunden bringt, dann haben sie Leipzig zum dritten Mal in Folge in der Liga geschlagen. Und vor allen Dingen Domenico Tedesco nach 15 Spielen und dieser Leipziger Mannschaft mal wieder eine Niederlage beigebracht. Das wäre die zweite im Kalenderjahr 2022 und Union rockt sich wieder ran an die Europa-League-Plätze beziehungsweise die Conference-League-Plätze oder den Conference-League-Platz. Den haben sie gerade inne. Jetzt der Freistoß für Union. Spiel wird nochmal eröffnet. Rierson hat sich den Ball hingelegt, schaufelt den Ball aufs rechte Strafraum-Eck. Klostermann, nee, Halsberg kann den Ball per Kopf erstmal klären, jagt ihn dann mit links nochmal in Richtung Mittellinie. André Silva versucht den Ball zu kontrollieren. Es bleibt beim Versuch. Union Berlin schlägt RB Leipzig mit 2:1. Runde. Fußball-Bundesligist Freiburg bleibt auf Tabellenplatz 5. Das Wetter morgen dicht bewölkt und Regen 9 bis 16 Grad. Die Mitgliedschaft des Tübinger Oberbürgermeisters Palmer bei den Grünen soll bis Ende nächsten Jahres ruhen. Das hat das Landesschiedsgericht der Grünen nach einer Anhörung vorgeschlagen aus der Redaktion Landespolitik Iris Volk. Im kommenden Jahr sollen dann Gespräche darüber geführt werden, wie Palmer künftig kontroverse Meinungen äußern kann, ohne die Grundsätze der Partei zu verletzen. Die Landespartei und Boris Palmer haben jetzt noch Zeit, sich zu überlegen, ob sie den Vergleich annehmen. Mitte Mai will das Schiedsgericht das Ergebnis bekannt geben. Die Grünen hatten im vergangenen Jahr dafür gestimmt, dass der Tübinger Oberbürgermeister aus der Partei ausgeschlossen werden soll. Grund dafür waren seine häufigen provozierenden und teils rassistischen Äußerungen. Sein Anwalt hatte als Gegenargument unter anderem die Streitkultur der Grünen angeführt. Der FDP-Außenpolitiker Gir Saray ist nun auch offiziell Generalsekretär der Partei. Der 45-Jährige bekam beim Bundesparteitag 89% der Stimmen. Seit Dezember war er bereits kommissarischer FDP-Generalsekretär. Ein weiterer Versuch, Zivilisten aus der umkämpften ukrainischen Stadt Mariupol zu evakuieren, ist offenbar gescheitert. Ein Sprecher des Bürgermeisters teilte mit, das russische Militär habe eine Gruppe von 200 zur Flucht entschlossenen Einwohnern aufgelöst und vor möglichem Beschuss gewarnt. Palina Melin. Er beschuldigte Russland außerdem, 200 Zivilisten gegen ihren Willen auf besetzte Territorien verschleppt zu haben. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Eine Stellungnahme von der russischen Seite lag nicht vor. Auch für die etwa 1000 Zivilisten, die in den Bunkern des Werkes Azovstal ausharren, kam heute keine Rettung. Russland hatte zuvor erklärt, das Areal nicht stürmen zu wollen, es jedoch abzulehnen.